Na? Komm zu mir. Komm. Komm her. Keine Angst. Haut ab. Ich laufe hinterher. Wie ein dummes Schaf. Na, jetzt komm. Gibt sowieso keinen Ausweg. Du wirst sowieso gemolken. Schatz, die haut immer von mir ab. Oh, zu dir kommt sofort. Das ist unglaublich. Und wir haben immer nur Schiss. Aber bald haben wir gemolken. Dann kann man. Dann können wir auch frühstücken, ne, Schatz? Ja, ich muss jetzt allerdings noch die Brennnessel machen. Hast du Hunger? Ja, geht. Noch nicht. Ich habe schon Kaffee getrunken. Das ist die. Das ist der Sohn, ne? Von der Amerika. Nee, von der Tatrosa. Die sind alle so dicke Kinder, ne? Von Karamelka ist wer eigentlich? Der riesige, mit Hörnern. Ah, der mit Hörnern? Der hier. Aber ich hab den nicht geschlafen. Oh, der hat aber echt schon riesige Hörner. Oder? No. Aber hübsch ist der nicht. Ja, der ist schön. Sich die Hörner. Der ist auch nicht frech, ne? Ja? Mal gucken, ob ich den anlocken kann. Na, komm her. Komm. Komm. Na? Na. Kommt die Katrusa. Ja, die laufen mir immer auf dem Heu. Das sind so richtige Dummköpfe. Ich weiß auch nicht, wenn man das Heu bei denen dann reinschmeißt, dann fressen sie das. Die ganze Zeit. Ach, was macht ihr denn da oben? Springen einfach auf das Haus. Was folgt ihr da? Sitzen alle auf der Stange. Ja, zeige ich ja auch die ganze Zeit. Melken. Guck mal. Oh, wow. Warte, jetzt habe ich das gar nicht gezeigt, wie viel das war. Ja, das sind noch Reste von ihr. Ja, aber dann sind alle schon gemolken. Boah. Ne, noch eine. Wer denn? Wen habe ich jetzt vergessen? Sosa. Ah, das ist noch die schwierigste zu fangen. Schwierig. Schatz, ich tue die von hinten. Ja. So, jetzt gehen alle raus. Komm, komm, komm. Au, oh, das ist schlecht. Hast sie doch noch gefangen? Ja. Okay. Ihr geht erstmal auf die Straße. Nachher. Mann, Mann! Mann, ich hab Angst vor dir. Ihre Schäfer. Ja. Weißt du warum? Der ja. Dicken Hörnern, der hat mir so einen blauen Fleck hier gemacht am Bein. Der wollte eine Ziege hauen und hat mich gehauen. Ganz stark. Oh. Am Bein hier. Aber aus Versehen. Ja, habe ich gesehen. Das ist dann schlimm. Aus Versehen, aus Versehen. Oh, aber jetzt will ich den. Jetzt werde ich den essen. Das ist die Strafe. Ich muss sie sowieso essen. So, hier in das Tor mache ich zu. Zack. Ah, bei der Soße kann man das. Da kann man wenigstens sehen, wie man melkt. Gucken, bei der anderen sind. Ach, die streiten was sich. Die wieder machen. Boah. Ja, die kleine Katze, spielen. Die provoziert immer. Und der will nicht, der will sich schön in die Sonne legen. Ja, der Papa will Ruhe haben. Hm.
Uiuiui. Da kommt aber raus. Geht. Wenn wir nicht die Kinder hätten, wäre viel mit. Ja, bei uns ist das ja echt genug. Es reicht ja. Guck mal, uns ist genug mich. Und die Kinder sind immer satt. Ja. Aber anstrengend, ne? Hm. So viele Ziegen. Ich habe jetzt hier nur einen Film gemacht. Nicht anstrengend, Liebling. Das ist ein sehr schönes Geschenk, so ein Milch. Erzähl mal, wie Haferflocken damit schmecken. Oh ja, das ist wirklich lecker. Haferflocken oder gekocht, Käse. Ne? Und dann ein bisschen Honig da drauf. Eben Milch gekocht. Ja, in der Milch gekocht, genau. Ja, ein kleines Schüsselchen am Morgen. Erzähl, schon eine leckere Käse Sache. Du, ja, du machst Käse. Das müssen wir auch mal zeigen, wie du den Käse machst. Ja, ich mache immer Käse. Mhm. Schön aufs Brot den Käse oder in Salat reingeschnitten oder in der Soße. Das ist schon lecker. Ja. Oh, hier ist der Puter. Er hat sich aufgepustet. Oh, warte. Oh, zeig mal. Boah. Das ist wirklich, wie viel ist denn das? 1,5 Liter oder 2? Nee, ja, fast 3. Fast 3 Liter. Wie viel passen da rein in dem Gerät? In dem Gefäß? 5 oder 6. Oi, oi, oi. Fast 3 Liter. Ja, das ist schon viel. Jeden Tag. So, da haben wir heute das Melken mal geschafft. Ich musste sogar 2 Videos machen. 2 von Melken? Ja, weil hat ja nicht gereicht. Na komm. Jetzt raus, ne? Lass dich raus. So. Komm. So, da stehen sie jetzt und warten. Und Natalia geht die gleich anbinden. So, das ist für heute erstmal alles. Wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wir, bis zum. Wir frühstücken gleich. Leckere Milch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.